Um 2.59 Uhr gab es in Dresden einen ohrenbetäubenden Knall, als ein Teil der Carola-Brücke einstürzte. Kurz zuvor fuhr die letzte Straßenbahn über die Brücke. Ein Video des Fraunhofer-Institutes zeigt den Moment des Einsturzes. Der Polizeisprecher erklärte: Wir wurden um 3.01 Uhr alarmiert, da lag die Brücke schon in der Elbe. Die Beamten bewachten zu diesem Zeitpunkt eine nahegelegene Synagoge. Um 2.50 Uhr passierte die Straßenbahn der Linie 7 die Brücke in Richtung Dresdner Neustadt. Um 3.08 Uhr erreichte der erste Notruf die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Großaufgebot ausrückte. Die Carola-Brücke wurde zu DDR-Zeiten wieder aufgebaut und besteht aus drei Bereichen: zwei Spuren für Autos und LKW, einem Fuß- und Radweg und zwei Straßenbahngleisen. Der eingestürzte Teil umfasste die Straßenbahngleise und den kombinierten Fuß- und Radweg auf einer Länge von 100 Metern. In der Nacht befahren die Linien 3 und 7 die Brücke stündlich, tagsüber auch die Linie 8.